Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir Mini Metro auf der Map-weise in New York City. Wir werden natürlich erstmal hier das hier so verbinden, wie schon angedacht war. Und hier eine Linie verbinden. Weiterhin möchte ich etwas anmerken. Zwar kommt jetzt täglich an jedem Tag ein Video mindestens heraus. Heißt, wenn ihr das Video jetzt schaut, das wäre der 2.12. nämlich. Ich produziere natürlich alles vor. Heißt, ihr werdet natürlich weitere Videos kommen sehen. Und somit, ja, soll ich sagen. Ja, genau. Also es wird am 2.12. werden noch zwei Videos kommen. Am 3.12. und am 4.12. werden zwei Videos kommen. Denn es gibt insgesamt 27 Maps. Und ich möchte halt immer eine Map spielen. Beziehungsweise ist es halt, sag ich mal so, ja, für mich macht es für mich am meisten Sinn, alle Maps durchgespielt zu haben. Beziehungsweise zwischen wollen. Weil es gibt ja vielleicht Folgen, habt ihr gemerkt, gibt es nämlich Belohnungen, wenn man abschließt. Also wenn man eine Map abschließt, gibt es Belohnungen. Verbinden wir einfach hier. Dann gibt es hier eine Verbindung. Oh, okay. Brauchen wir gar nicht hier so, sondern machen hier eine solche Verbindung. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle hier mit dabei und vor allem habt ihr hoffentlich meinen Kanal schon abonniert und habt das Video auch schon geliked. Also, hoffe ich mal. So, erstmal natürlich wieder verbinden, aber ganz wichtig angesagt, wie gesagt, würde mich super freuen, wenn ihr mir wirklich diesen Support geben würdet, den ich mir von euch erwarte, weil es ist wirklich, wirklich, ich sag mal so, ich mache praktisch gerade jeden Tag ein neues Video hoch. Das ist für mich, ich bin nicht eine große Firma, das bin ich nicht. Für mich ist das schon ein bisschen mehr Arbeit als für viele andere YouTuber. Für Content Creator innen. Wollte ich nur mal ganz kurz angemerkt haben. Heißt, unterstützt mich in jeder Weise, teilt das Video. Macht alles Mögliche. Teilt das Video. Ganz wichtig ist aber für mich, ihr liked es erstmal. Okay, da haben wir hier eine weitere Station, die aufgeploppt ist. Machen wir das erstmal so. Ja, ein bisschen komisch, dass die rote Linie dann so eine Kurve macht, aber ist jetzt halt so. Kann man jetzt nichts daran ändern. Die grüne macht halt unten 90 Grad Kurve, aber erstmal schaut eigentlich alles ganz okay aus und wir haben schon über 100 Passagiere transportiert und wir nehmen eine weitere Linie. Desto mehr Linien, desto besser. Sage ich mal. Dann können wir nämlich auch das hier weggeben. Und dann können wir hier auch weggeben. Ja, gut. Wir haben uns jetzt überlegt. Rot kommt dahin. Dann kommt, fährt dann hier die Gittellinie hier hinunter. Geht hier rüber. Okay. Das geht eigentlich dann auch. Ist eigentlich dann auch in Ordnung. Wir haben dann sogar ein. Okay, das muss jetzt so sein. Natürlich Autoumsteigestation. Sieht ein bisschen komisch aus da bei dem Kreis, wo Orange und Lila sich treffen. Also hier unten. Also Moment hier. Ist ein bisschen komisch, aber ist halt jetzt halt so. Oh, und ein anderes symbolartiges, ja, taucht da auf und da lassen wir mal kurz die rote hinfahren. Die wird auch für die da alle da natürlich abholen. Und jetzt muss ich überlegen. Ich mache das so und dann verlängere ich die grüne dorthin. Dann hat die grüne nämlich ungefähr wieder dieselbe Länge wie vorher und keine andere wird überlastet. Wir nehmen eine weitere Linie, weil Linien kann man nie genug haben. Das ist nicht unbedingt tatsächlich so, aber
Es ist besser, wenn man mehr Linien hat. Ist halt wirklich so, dass es so ist. Und ich glaube, wir würden mal einen Shortcut, würde ich mal sagen, benötigen. Bis hier nach oben. Dann haben wir die gelbe Linie, die praktisch immer direkt zu diesem, zu der Raute hinfährt. Wenn ich mich nicht irre, das ist, ich glaube, das ist eine Raute. Also ich glaube, ich irre mich nicht. Meistens tue ich das nicht. Speziell ist, wenn es um Mathematik geht, irre ich mich meistens nicht. Ich bin sehr gut in Mathematik. Eigentlich. Ja, natürlich ist es ein bisschen ineffizient auf mit der Orangen da. Aber ist auch in Ordnung. Ja. Das ist nicht wahr, aber. Und wir brauchen Brücken. Mir ist Brücken lieber als Umsteigbahn. Obwohl das natürlich viel besser wäre. Aber wir brauchen Brücken, wir brauchen Brücken, wir brauchen Brücken, wir brauchen Brücken, denn wir brauchen Brücken. Brücken sind sehr wichtig. Brücken sind sehr wichtig, ja. Sage ich und hör auf zu reden. So wichtig scheint das anscheinend zu sein. Ist das anscheinend? Dann machen wir hier eine weitere Linie. Dann machen wir hier eine Linie. Und dann haben wir noch eine Linie übrig. Das ist die gelbe Linie. Bis sich das wieder einpendelt, sollte das aber alles wieder, ja, sich eingependelt haben. Die gelbe Linie kann hier auch länger gehen als normal. Man kann hier gerne auch noch da diese eine Station hier mitnehmen. Obwohl das nicht super ideal ist, aber ist halt so. Ja. Muss ich schauen, welche Linie überfordert ist, welche Linie wir ausbauen müssen, also verstärken müssten, also sollten. Ich glaube, wir sollten mal die... ja, also derzeit geht es ja eh noch. Derzeit ist alles noch in Ordnung. Ich würde eigentlich lieber mal warten. Genau, und dann Waggon. Auch wenn ich das andere zu fahren, Mann, was hat das andere? Hier eine Lok platzieren. Dann hier eine Lok platzieren. Und dann sollte das jetzt eigentlich besser ablaufen als zuvor. Wenn wir eine weitere Lok. Und auf die rote Linie gehen wir mal ganz entspannt einen weiteren Waggon hinzu. Das sollte dieser Linie auch ein bisschen mehr Booster geben. Quasi mehr, ja. Ja. Umsteigebahnhof erhöht nicht nur die Kapazität des Bahnhofs, sondern macht es auch, dass man am Bahnhof schneller umsteigen kann. Heißt, du bist schneller im Umsteigen, was natürlich besser ist, wenn du eine große Linie dort hast. Es sollten also wirklich Linien sein, wo du praktisch viele Linien hast. Das kann aber auch als Joker sein, wenn du jetzt wie soll ich sagen, ganz simpel gesagt, ja, eine Linie hast. Du hast halt eine Linie und die du hast halt eine Linie und diese Linie ist halt super. Brücken. Zwei Brücken.
Ja, da wird die gelbe wieder viel zu lang. Aber die grüne kann noch lang werden. Also kann sie noch länger werden. Und mit den Brücken hätte ich die Möglichkeit, hier so mal eine Verbindung aufzubauen. Dann diese Verbindung hier zu löschen. Diese hier zu löschen. Hier eine Verbindung aufzubauen. Dann ist die Orange viel kleiner. Viel kürzer. Obwohl, dann könnte ich die grüne, die kann ich dann wieder kürzen. Dann ist es wieder die gelbe, die hier lang wird. Die orange Linie. Ich glaube jetzt, dass wir auch, dass wir haben 1000 erreicht und man braucht immer 1000, um diese Spezialpferde zu schalten. Und schauen wir mal, wie lange unser System das jetzt noch ausgehalten hätte, so wie es jetzt ist. Eigentlich eher nur lange, kurz bevor. Also ich glaube jetzt, dass diese Reisstation hier wird uns den... Ja, wie ich es mir gedacht habe, da kommt natürlich... Aber von innerhalb von 47 Tagen, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal.